Hallo und herzlich willkommen zurück nach diesem epischen, endlichen, geschafften Bosskampf-Fight. Finally! Ja, wir haben eine neue Waffe, aber ich kann sie nicht mitnehmen. Ali, ich habe keinen Platz. Du hast keinen Platz. Ich hab auch keinen Platz. Vor allen Dingen habe ich keine Munition mehr von meinen Sachen. Ja, dann nimm du die doch mit. Moment. Ich habe null Schuss für mein Maschinengewehr, null Schuss für meine SEG und null Schuss für meine AK. Und wir sollten uns... Moment. Ja, super. Was machst du denn da? Ach, genau, ja, wunderbar gemacht. Ich musste mir Platz verschaffen. Ja, dann schmeiß das nicht so hier hin, sondern ablegen. Warum kann ich meine Maschinengewehrmunition nicht mitnehmen? Hallo? Ich möchte meine Maschinengewehrmunition. Weil du voll bist, du hast zwei Schuss Pistolenmunition. Zwei Schuss. Mhm. Wegwerfen. Weil so. ich hab ja meinen Sniper und das ist verdammt geil aufgerüstet und es wäre jetzt dumm, wenn ich das wechseln würde. Weil da habe ich so viel Geld reingesteckt. Rote Kräuter? Nö. Nö. Du hast sie immer noch nicht mitgenommen. Willst du nicht, oder was? Nein. Hast du keinen Platz? Ja, okay, dann nehme ich mit. Ja, okay. Gut, jetzt hast du sie ja mitgenommen. Ja, 5 Schuss. Naja, egal. Wenn du mehr Schuss willst, sag Bescheid. Ich bin Händler. Ah, schönes Visier. Ja, ich kann es natürlich jetzt nicht sehen. Nein. Warum? Da ist Mr. T! Anhalten. So, jetzt müssen die da stehen bleiben. Ich würde sagen. Sniper die mal. Schießen wir die nach und nach weg, ne? So, Mr. T ist tot. Was? Nein, ja. Nicht du schon Aua. Wieder! Ah! Warum du? Puh. Was willst du von uns? Was ist dein Problem? Echt mal, kauf die Freunde! Kauf die Freunde! Besorg den Leben, ey! Kauf dir Freunde für 2 Cent! Da, ah, jetzt verstehe ich ihn. Sobald wir müssen ihn einmal im Bauch treffen. Ja. Dann geht er auf die Knie. Und dann kann man ihn im Rücken treffen. Und dann geht er nochmal auf die Knie das und dann bleibt er liegen. Super. Jetzt nach dem dritten Viech wissen wir endlich, wie das Scheißteil funktioniert. Ärgerlich. Moment. Achso, hier war gegen die Wand. Mr. T liegt da noch. Bleib du mal drauf. Okay. Dann fahr mich mal rüber. Tschüss! Ciao! Nein! Wie jetzt? Es bleibt stehen. Außerdem snipert hier jemand, pass auf. Wo denn? Ich hab Angst! Von links. Ah, ich fahr weiter. Ja, ich bin dafür zuständig, dass du weiterfährst. Sag, wenn ich anhalten soll. Und, okay. Ja, du bist jetzt da. Und nicht wieder so ein Viech. Deswegen habe ich dich jetzt davon wegbewegt. Von da links zielt einer. Moment, da kümmere ich mal kurz drum. Oder auch nicht. Verdammt. Wo ist er? Fellschirm. Ja toll. Du hast mich in der Mitte angehalten. Du kannst mich ruhig rüberfahren. Ja, ich kann nicht entscheiden, in welche Richtung. Es geht immer nur stopp. Ich bin immer noch bei dir. Warum bist du? Wir haben technische Probleme. Ja. So, Ali, mach dich bereit, gleich drauf zu springen. Okay. Ja, drauf zu gehen, weil drauf springen kann ich nicht. Spring, Ali, spring! Geht nicht. So, jetzt. Hau mich rüber! Ich bin dabei. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind dabei, uns zu verlieren. Tschüss, Ali, ich will dich aber nicht verlieren. So, und jetzt fahr ich dich rüber. Es wäre sehr nice, wenn du dies tun würdest, ja. Diese Stelle ist irgendwie ein bisschen lang. Oh ja. Nerv nicht. Ist so. Ein Gegner? Ja. Oh jo. Ich hab gesagt, nerv nicht. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Wir sterben. Ja, toll. Jetzt hatte ich ihn eben gerade im Visier und dann... Geh los. Egal, fahr mich rüber. Würdest du mal bitte sterben? Lebt der immer noch? Ja. Nö, jetzt hat er sich verdichtet. Mann, ich habe so viele Waffen in meinem Inventar. Das ist unglaublich. Unglaublich! Maschinengewehrmunition, sammel doch. Okay, was kann ich tun, um dies einzusammeln? Weil, guck mal, ich habe so viele Waffen in meinem Inventar. Ich weiß, ich könnte theoretisch nur dir meine Minen abgeben, damit ich Maschinengewehrmunition einsammeln kann. Da gibt's aber das kleine Problem, dass ich auch voll bin. Ich kann ja noch nicht mal hier das grüne Kraut mitnehmen. Aber ich kann uns beide heilen, aber das wäre Verschwendung von Leute, das ist keine gute Idee, so viele Waffen auf einmal mitzunehmen.
Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffen in meinem Inventar. Was machst du? Der Rest besteht Waffen? Aus einer Schutzweste. Und ja, du hast gesagt, ich soll die Waffen immer mitnehmen. Hab ich gar nicht. Hey, nimm mal die PSG mit. Hey, nimm mal die SEG mit. Hey, nimm mal die Rifle mit. Jetzt fängst du an wie Jeff hier oder was? Oh. Der eine hat einen Raketenwerfer in der Hand. Gut, jetzt heißt es wieder Elektroschocker-Action. Ich würde auf jeden Fall sagen, aufpassen vor Mr. Raketenwerfer-Action. Ach, ja. Gutes Timing. Oh, ich hab ihn erledigt. Also zumindest wird er nie wieder einen Raketenwerfer abfeuern auf uns. Und ich hab keine Munition mehr, verdammt. Aua? Aua, warum triffst du mich? Das war nicht ich, das war der andere, von hinten. Ach, von hinten. Der hat auch einen Elektroschocker. Verdammt. Dann wird's ja, komm, schieß deinen Kollegen ab. Ja, sehr schön, schieß deinen Kollegen ab. Wo bist du? Wo bist du? Partner heilen. Hat seinen Kollegen abgeschossen. Wer? Warum? Ja, der Raketenmann, Fuzzi. Schrotgewehrmunition. Ach, hier ist nochmal. Warum haben hier alle einen Raketenwerfer? Können wenigstens mal ihre Waffe abgeben. Weil das so viel Sinn macht in diesem kleinen Raum. Können wenigstens mal ihre Waffe abgeben hier. Wir können die doch mittlerweile kaufen. Ja. Aber so viel Geld habe ich nicht. Und so viel Platz in meinem Inventar habe ich auch nicht. Ja, es ist daran liegt, dass du nie genug Platz mit hast. Guck mal, hier liegt ohne Ende Pistolenmunition und so rum. Das kann ich alles nicht mitnehmen. Ist irgendwie traurig, oder? Ja, du solltest vielleicht gleich dann mal aufräumen. Ja, das mache ich auch gleich. Ich bräuchte mal Hilfe. Hier sind Schildmänner. Ich bin noch da. Naja, Minen habe ich ja noch. So. Komm her. Wo ist er? Au! Was war... Ach, Ali. Warum? Du hast gesagt, ich leg eine Mine. Guck mal hier, königliche Halskette. Hier ein Dokument. Ein Dokument? Jo. Die kriegen wir sogar locker hier mit rein. Kraut, grün, mitnehmen. Weil Ali hier so komisch ist. Bericht zur Durchführung der Anweisung zur Verhinderung von Informationslags. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Ich mache es so, dass ihr wieder Pause drücken könnt. Hörst du wohl auf mich zu schlagen? Komme. Ich krieg das wohl mit, ja? So, ist hier draußen noch was? Vielleicht sogar Munition für den lieben Ali, die er nicht mitnehmen kann? Natürlich ist da Munition für den lieben Ali, die er nicht mitnehmen kann. Come on! Come on! Let's go! Go! Aber hier müsste das Kapitelende sein, deswegen kannst du dann gleich... Come on! Hurry! Möchtest du hier beenden? Nein, ich hab noch 2 Minuten. Okay. Das kam mir so lang vor, der Kampf eben. Ja, das sah nur so aus, weil wir, ich glaube, die haben auch Folge... so wird in die Arbeit der Grund und dem Axel-Leiter eingesetzt. Ha! Auf jeden Fall, August 1968 hast du vergessen. Und Ladevorgang. Ach, egal. Und ich hätte jetzt auch immer noch Zeit, das vorzulesen. Nein, warum kann denn der Ali jetzt nicht hier mal wieder... Ach, Ali. Ich mische uns da mal ein Kräuterchen. So viele Waffen, so wenig Muni. Ärgerlich. Ja, für dich. Jupp. Was zum... Hey, waren wir hier nicht schon mal? Ja, sieht sehr danach aus. Pistolenmunition ohne Ende. Jupp, hier waren wir definitiv schon mal. Aber... ja, toll, dann sind wir jetzt einmal im Kreis gerannt. Juhu. Ja, sehr schön. Gewehrmunition. Ach, vielleicht ich habe jetzt echt mitnehmen. Das Gefühl, als hätten wir was geschafft. Möchtest du die Gewehrmunition haben? Nein, danke. Ja, du hast ich kann ja gar nichts haben. Ach ja. Oh, es ist ärgerlich, dass wir wieder hier sind. Mir kommt es so vor, als hätten wir nichts geschafft. Ah, ich glaube, wir dürfen dann jetzt nochmal eine Runde gegen Mr. Pity kämpfen. Oder wir dürfen jetzt nochmal mit Jill probieren. Bestätigen. Bestätigen? Ja, du musst auf die andere Seite und auch bestätigen. Ja, aber hier ist nichts zum Bestätigen. Okay. Moment, vielleicht musst du dahin, wo ich bin, auf die andere Seite. Das könnte natürlich sehr gut sein. Jetzt erst wird das V angezeigt. Und wir müssen jetzt rein theoretisch pausieren, Ali. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Ali. Tschüsselchen. Ciao.